Ich bin Hans Sapay und zeige euch meine Stadt Köln zusammen mit SimCity. Hallo, willkommen bei SimCity. Ich bin Hans Sapay und ich zeige euch meine Stadt und das ist Köln. Und den kennt ihr auch. Hallöchen, Amy ist hier. Hans, ich freue mich auf jeden Fall drauf, deine Stadt kennenzulernen, die ja eigentlich auch meine ist, aber jetzt eben aus deinem Blickwinkel. Und Leute, das ist der Mann, der Wasser aus dem Wasserhahn trinkt auf Ex. Sag mal, Hans, wie bist denn du eigentlich zum Fußball gekommen? Ja, eigentlich wie jeder. In der Schule ein bisschen gezockt und dann in den Verein gekommen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie Fußball liegt mir. Ja, und dann irgendwann war es so weit, dass mich irgendjemand entdeckt hat bei Fortuna Köln und mir einen Profivertrag angeboten hat und ich den natürlich angenommen habe. Konnte ich gar nicht mehr Nein sagen, ein Traum gewesen. Bei SimCity, ne? Da kannst du ja in der Stadt, da kannst du ja alles bauen, worauf du Lust hast, ne? Wie viele Stadien würdest du in deine Stadt bauen? Ja, ich würde gar nicht so viele Stadien bauen. Ich würde ein reines Fußballstadion bauen, ein Stadion so extra für die Leichtathletik. Und dann auch nochmal so ein Stadion für, keine Ahnung, so ein Schwimmstadion, wo die ganzen Wettbewerbe stattfinden. Aber es ist auch schön, mal hier zu sein und gar nichts zu tun, unten zu sehen, wie der Rasen wächst. Da gibt es auch so einen Spruch, aber den lasse ich jetzt mal besser. Apropos gar nichts tun, das machen wir jetzt nicht. Wir stehen einfach auf und gehen jetzt raus aus dem Stadion. Ich glaube, wir haben noch einiges vor, oder? Ja, also ich gehe schon mal vor. Also, aber ich wollte eigentlich, okay. Was? Tschüss. Ich wollte doch aber hier bleiben. Das schöne Stadion hier. Ist das geil, Hans? Dankeschön. Eine kleine Zeitreise. Wir sind in Korval angekommen. Welcome back. Tell us more. Erzähl mir ein bisschen. Ja, ich bin hier groß geworden. Da hinten da war meine Grundschule. Das ist doch Seeberg, oder nicht? Ja, Seeberg. Ja. Und dann bin ich von dort in die Hauptschule, ein Ort weiter, auch noch Seeberg. Und dann von dort aufs Gymnasium da hinten hin. Nach Weiler? Ganz genau. Ich war auf Weiler. Das ist deine Stadt. Was würdest du jetzt zum Beispiel noch an Korweiler gerne verändern wollen? Also ich meine, weißt du, die Hochhäuser, das ist ja nun mal das Markenzeichen von Korweiler. Ja, ich muss sagen, früher... Wenn ich die Hochhäuser mir angeschaut habe, hier habe ich immer gedacht, boah, geil, ey, New York. Ich bin hier in New York. So habe ich mir New York vorgestellt. Und jetzt war ich schon mal in New York. Und deswegen, ich würde die Hochhäuser einfach noch höher machen. Noch, noch viel, höher. Viel, viel höher, damit jeder weiß in Köln, wo Korweiler liegt. Und ja, und das vielleicht noch ein bisschen schöner. Das sieht ja so ein bisschen alles grau aus. Also so leuchtender, so wie es in New York ist. Dann glaube ich, wäre es perfekt. Ja, sehr schön hier in Korweiler. Wo geht's denn jetzt hin? Wo wollen wir hin? Ja, wo sollen wir hin? Zur Köln-Großer Baustelle? Welche ist das denn? Zum Dom. Ja, komm, dann lass uns hin. Alles klar. Meteoritenhagel oder Urzeitechse? Meteoritenhagel? Wie war das? Was war das? Meteoritenhagel. Genau das würde ich nehmen. Weißt du warum? Warum? Ist einfach spektakulär. Solarpark oder Space Center? Ich würde auch da den Solarpark nehmen, weil da schaffe ich doch Arbeitsplätze. Achso, oh, okay. Ja Mensch, da sind wir jetzt hier an der ständigen Baustelle der Kölner Dom. Sehr schön. Weißt du, was das Schöne ist bei SimCity? Wenn du kannst ja Wahrzeichen auch bauen. So, ne? Wenn du da jetzt zum Beispiel den Dom bauen würdest, der wäre sofort fertig. Der Kölner Dom, was bedeutet der für dich, wenn du so über Köln und Kölner Dom nachdenkst? Ja, ich bin ja christlich erzogen und
ja, so ein Dom. Der Dom in, der ist einfach der Dom in aus Köln, ne? Ja, ne Losse, der Dom in Köln, genau. Und ist, ich glaube, ja, dritthöchste Kirche in der Welt. Und dann, wenn du sowas, sowas hier stehen hast, ist schon mal ist schon sehr geil. Sollen wir weitergehen? Mach. Ja, ab. Ja, du. Ich? Du, ja, du zeigst mir, wo wir jetzt hingehen. Dann gehen wir nach da. Ja gut, dann gehen wir mal. Ja, im Hintergrund haben wir den Hauptbahnhof, ja, in fast jeder Stadt. Etwas ganz Zentrales, etwas ganz Wichtiges. Würdest du bei SimCity, also wenn du deine Stadt baust, auch einen Hauptbahnhof berücksichtigen? Ja, natürlich. Ich würde auf jeden Fall einen Hauptbahnhof berücksichtigen, weil er soll zentral sein, damit die Leute aus aller Welt natürlich Köln, direkt inmitten von Köln ankommen. Ja, jetzt glaube ich, habe ich dir alles gezeigt von meiner Stadt hier. Hat dir gefallen? Ja, Halleluja. und jetzt schnell ein Ticket ziehen oder was und dann ab mit der Bahn. Wieder nach Korweiler. Ja, gerne. Also, Freunde. Ciao. Tschüss.